Brothers and Sisters, mein Name ist Stylish Styles und heute zocken wir den Garbage Day! Es wiederholt sich! Letztes Mal sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, das war das Krankenhaus. Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr in dem Spiel zu finden als nur das Auto, das Krankenhaus und das Atomkraftwerk. Aber ich glaube, da können wir nicht hintergehen. Ich glaube, wir können nicht zum Atomkraftwerk gehen. Buy Milk. Ich soll Milch kaufen. Ja, dann kaufen wir jetzt Milch. Okay, ich hab die Scheiße. Ich hab die Milch. Ich wollte auch nur Milch kaufen. Yo, ich hab nichts getan. Ich wollte doch nur scheiß Milch. Wieso lauft ihr mir hinterher, wenn ihr gehen ist doch langweilig. Wir gehen nicht normal in den Shop. Niemals gehen wir normal in den Shop. Klauen uns erstmal ein scheiß Auto. So, versuchen niemanden zu überfahren. Oh mein Gott, nein. Wieso läufst du denn auf der Straße rum? Oh mein Gott. Hallo? Es tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür, wenn die so dumm auf der Straße rumlaufen. Was kann ich denn dafür? Oh nee, die erschießen mich nicht, obwohl ich gerade zwei Leute umgebracht habe. Ich habe ja nur zwei Leute umgebracht, ne? Braucht mich nicht zu erschießen, nein. Ihr braucht mich nicht zu erschießen oder sonst was, weil ich habe nur zwei Leute auf dem Weg umgebracht. Wie geht's dir, Officer? Weißt du, wer die Typen da eben gerade umgebracht hat? Das war ich, Bitch. Das war ich. Okay, und es tut mir übrigens leid für dich. Du hast eine Waffe, du hast eine Shotgun. Die kann jetzt einfach jeder nehmen. Okay, wir lassen die einfach mal liegen. Milch rein. Die Milch ist drinne und Kühlschrank schließen. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nein, es hat nichts gebracht. Aber wir haben Milch gekauft. Yo, wir sind Helden. Was gibt's noch in der Stadt? Müssen wir wirklich immer Leute umbringen? Wir können es auch mal mit Frieden machen. Wir waren zum Beispiel in deinem Haus nicht. Da ist irgendwas oben. Du hast da oben einen Baseballschläger. Verdammte Scheiße. Sowas wie dich will ich nicht als Nachbarn haben. Da will ich ja lieber Boateng als Nachbarn haben. Meine Fresse. Oh, du hast aber eine coole Treppe. Wenn man da hochgehen könnte. WTF, ich muss mich dücken, um die scheiß Treppe hochzugehen. Architektur, wir können es. Der Fernseher? Es tut mir leid für den scheiß Fernseher, yo. Oder ist das eine Mikrowelle? Der Scheiß sieht aus wie eine Mikrowelle. Das ist doch kein Fernseher. Manche Leute haben einfach keinen Geschmack. Ich habe jetzt jedenfalls deinen Baseballschläger. Und schlag dich mit deinem eigenen Baseballschläger, Bitch. Yo. Und die Polizei? Was will die Polizei denn tun? Bam. Bam. Was machst du da? Was macht der da? Yo, was macht der da? Ich stehe genau hier mit einem blutigen Baseballschläger in der Hand. Aber okay, der schlauste Polizist aller Zeiten. Dummer Motherfucker. Ich möchte auch mal in dein Haus reingucken. Ich möchte eigentlich mal in möglichst alle Häuser... Okay, verdammte Scheiße, schlag euch die Tür ein. Ich möchte möglichst in alle Häuser einmal reingehen. Und ich glaube, du hast bisher so ziemlich mit Abstand das langweiligste Haus von allen. Bitch. Yo, mein Freund, du hast die schönste Inneneinrichtung, die ich jemals gesehen habe. Sie sieht nur so ein kleines bisschen aus wie ein Knast. Oh, es gibt eine Bar. Wir können in die Bar gehen und uns besaufen. Wollen wir uns mal in der Bar besaufen? Scheiße, sind wir Säufer? Wir sind Säufer. Hast du vielleicht ein Bier für mich? Ich habe kein Geld oder so, aber... ich sehe, du hast Geld da. Dich stört es doch nicht, wenn ich das Geld nehme, ne? Stört dich nicht? Vollidiot. Es gibt ja noch eine schöne Bank, die man ausrauben kann. Wieso nicht? Halt die Klappe. In der Bank müsste ziemlich viel Cash sein. Ich erwarte jetzt ziemlich viel Cash. Help. Okay, du brauchst Hilfe. Mein Freund, dein Schutzglas ist ziemlich geil. Das hat dich auf jeden Fall geschützt. Was machst du denn hier? Ach so, scheiße, du stirbst. Oh, tut mir leid. Lol, wie viel Geld habe ich? Lol, lol, lol. Ich habe so viel Geld, scheiße. Ehrlich sein lohnt sich nicht. Wir haben... so viel Geld. An einem Tag 8400. Wow. Wow. Respekt, das tut schon weh. Da ist eine Feuerleiter nach oben. Die können wir uns auch mal ansehen. So, hier ist gar nichts. So, die Feuerleiter nach oben. Bam. Oh, so kommt ihr also nach Hause. Wollt ihr mir sagen, das ist der einzige Weg, um nach Hause zu kommen? Die können nur so nach Hause kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich nicht glauben. Da ist sowieso nichts mehr. Okay, wir wachen wieder in unserem Bett auf, als wäre nichts passiert. Yo, es muss hier auf jeden Fall mehr zu tun geben in dem Spiel. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann nicht sein. Hier ist auch eine Leiter. Was habt ihr alle mit euren Leitern? Und da ist eine Pizza. Eine Pizza auf meinem Scheißdach. Wer hat eine Pizza auf mein Dach geworfen? Wir haben auch einen Grill. Können wir die Pizza in den Grill reintun? Wo ist denn die Pizza jetzt? Habe ich die oben gelassen? Und machen den Grill? Geht's hier an? Das bringt alles gar nichts. Das bringt doch alles gar... WTF? Was ist denn das für ein Ding? LOL! Was ist denn das für ein Ding? Kann ich die Pizza in das Ding reinwerfen? Nein. Bitte sag mir, ich kann die Pizza da reinwerfen. Bitte sag mir, ich kann die Pizza in das Ding reinwerfen. Yo! Die wird geschreddert bis zum geht nicht mehr. Ich kann... was zur Hölle? So Leute, ich beende hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis morgen.